Ja, hier Schuppe. Redaktion von Schleime Makers 3. Ja. Ich hätte gerne mal Professor Lackert, ja? Ja, okay. Ja, danke, Professor. Ja, Schuppe, Schleimer Makers 3. Ich wollte noch mal nachfassen. Ist Müller jetzt kastriert? Geil. Was, er ist bei der Operation abgedreht? Scheiße, nee, dann muss ich in eine andere Richtung denken. Na, danke, ja, okay. Also. Ja, Schuppe, Schleimer Makers 3. Hi, Maggie. Ja, sorry, du kannst den Kastrierten nicht kriegen. Nee, er hat bei der Operation einen toten Mann gemacht. Ja, Moment mal, das ist ja nur nicht meine Schuld, ja. Ja, ich weiß, dass ein kastrierter Sexualverbrecher neben dir gut gekommen wäre. Ja. Ja, ich weiß. Ja, ja weiß ich. Ja, ja, ich habe die Zuschauer was auch gelesen. Ja, ich weiß, nachdem wir die krebskranken Frauen ohne Brüste hatten, wollen die Zuschauer in der Sendung endlich auch mal Männer ohne Hoden sehen. Ja, ich weiß. Aber die kann ich mir auch nicht aus den Rippen schneiden. Ja, bleib mal dran, Augenblick, ich habe eine Idee. Warte mal. Mein Gott, wenn ich nochmal als Redakteur auf die Welt komme, ich bete, bloß nicht bei Margarete. Hallo? Ist doch die Landesnervenklinik? Ja, Oberschwester Bettina, bitte. Ja, Oberschwester. Ja, hier, Schleimemakers 3. Sagen Sie mal, ist diese bildhübsche Irre noch bei Ihnen, die Ihre Großmutter in die Häckselmaschine gesteckt und anschließend an die Hühner verfüttert hat? Ja, die hatte so eine unheimlich nette Art. Hat Selbstmord gemacht. Scheiße, nee. Nee, gut, nee, danke. Nee. Da muss ich in eine andere Richtung denken. Danke, ja. Maggie, tut mir leid. Aufgelegt. Scheiß drauf. Ja, Schuppe, Schleimemakers 3. Na, endlich mal eine Erfolgsmeldung. Ihr habt sie gefunden. Sie wiegt über 6 Zentner. Und kommt aus Immendingen. Ja, holt sie her, wir müssen Probeaufnahmen machen. Ja, was heißt, sie geht nicht? Ist ja klar, dass die bei dem Gewicht nicht mehr selbst geht, nicht? Da steckt sie in den Zug, nicht? Sie passt durch keine Zugtür. Ja, dann ruft die Luftwaffe an und fragt, ob wir eine Herkules kriegen können. Ja, Schuppe. Was? Sabrina, Sabrina kenne ich. Ach, diese Kellnerin da. Ja, schick sie mal rein, ja. Hallo, Sabrina. Hallo. Ja. Na, willst du dich ein bisschen hinsetzen? Ja, na, dann mach das doch mal einfach, nicht? So. Sag mal, willst du was trinken? Nein? Hast du noch mal alles gut überlegt? Ja. Fein. Wir haben auch schon den Mörder für dich gefunden. Das ist der Sepp Hinteregger aus Österreich. Er hat uns am Telefon gesagt, er mordet in der nächsten Zeit sowieso wieder. Und wenn er sein Opfer in einer Talkshow kennenlernen kann, das findet er durchaus okay. Toll. Ja. Haben Sie vielleicht mal ein Bild von ihm? Ja, natürlich, klar, hier. Okay, das ist er. Der schaut aber gut aus. Hallo, ihr sollt doch was vom Traumpaar haben in der Sendung. Ja, ich sehe die Schlagzeilen schon vor mir. Mörder trifft sein zukünftiges Opfer. Liebe auf den ersten Blick in Schleimemakers 3. Und der bringt mich dann später wirklich um? Ja, das ist die einmalige Chance, für dich ins Fernsehen zu kommen, Mädel, nicht? Ich könnte doch vielleicht auch was anderes tun. Na, du kannst doch nur Opfer, da kannst du was anderes. Nee, nee, also, weißt du auch, was die Sendung für eine Einschaltquote hat? Du wirst berühmt, Mädel! Er könnte mich doch als Geisel nehmen und dann wieder freilassen. Nee, 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 nee. Quote will Tote, ne?